Hallo und herzlich willkommen zu Watch Dogs. Das letzte Mal haben wir mittels diesem wunderschönen Helikopter, der hier oben irgendwo lang fliegt, den ich gerade nicht erkennen kann, im Trailerpark die beiden Security-Chefs ausfindig gemacht. Und nun haben wir tatsächlich, wer hätte es gedacht, die Aufgabe, diese beiden Security-Chefs auszuschalten. Da oben ist vielleicht das auf der Heli. Natürlich am besten so, dass wir nicht erkannt werden. Wir haben natürlich auch nichts in der Nähe, was man sprengen könnte, wo einer von diesen Typen gerade langläuft. Also müsste ich mich fast schon direkt selbst da reinschleichen. Ist aber nicht ganz so einfach, weil da laufen ja überall Leute rum. Und den auszuschalten, ohne entdeckt zu werden, ist ein Punkt. Hätte ich normalerweise keine Probleme mit, wenn da nicht unsere tollen Freunde da rumlaufen würden. Genau, jetzt stehen sie zwar da, aber blöd. Auch wenn ich hier was sprenge, da ist ja keiner in der Nähe, das würde nicht funktionieren. Also irgendwie alles Käse. Und unser zweiter ist, glaube ich, irgendwo anders. Den habe ich eben gerade noch gesehen. Also der eine ist da, der andere läuft ja auch irgendwo rum. Ganz versteckt, genau dort. Da ist aber, soweit ich es gesehen habe, auch nichts in der Nähe, wo man die Möglichkeit hätte, jetzt irgendwas zu sprengen. Außer eben dort, aber das ist halt zu weit weg, weil 100 Meter ist eben nichts. Na toll, die Kamera ist außer Reichweite, das heißt, da komme ich überhaupt nicht hin. Also irgendwie sieht das alles so aus, als müsste ich mich tatsächlich da reinschleichen und die guten Herren ausschalten. Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht, weil da hinten nämlich schon wieder ein Waffenmensch da rumsteht. Also hier so einer mit einem Scharfschützengewehr, so ein Sniper. Das ist natürlich echt extrem uncool. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es eine bessere Möglichkeit geben würde, genau diesen Typen auszuschalten, ohne bemerkt zu werden. Aber ganz offensichtlich ist dem nicht so. Oh hier, schön leerer Pool, immer wieder gern gesehen. Gute Sache sowas. Na gucken wir mal, vielleicht kriegen wir den einen Security-Chef so überrumpelt, ohne gesehen zu werden. Wenn ich das richtig sehe, müsste der ja eigentlich hier irgendwo hinter der Hecke sitzen. Genau dort. Aber da stehen auch zu viele Leute, die ihn sehen könnten. Besonders da oben der Sniper-Fuzzi ist sehr im Weg. Ja, der mich natürlich auch sofort sieht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und den jetzt auszuschalten mit einer AK-47. Ah. Das so eine geile Idee ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Mit der halbautomatischen Schrotflinte kann ich und einer Pump-Action. Da richtet man ja auch nicht wirklich geile Sachen an. Was habe ich denn hier unten noch? Ein Einzelschuss Granatwerfer ist vielleicht nicht ganz so geil. Ah, hier habe ich mein halbautomatisches Scharfschützengewehr. Vielleicht. Oh, der Sniper sieht mich, der Sniper sieht mich. Den müsste ich selber erstmal ausschalten. Das wäre eigentlich richtig cool. Man den. Toll. So sehe ich ihn ja überhaupt. Mann! Ach, entdeckt. Von dem Heli! Alter! Das hätte ich natürlich nicht. Oh, das ist natürlich eine miese Nummer. Vom Heli aus erschossen. Okay, wenn ich das gewusst hätte, wie soll ich den denn dann ausschalten, ohne gesehen zu werden? Puh. Das stelle ich mir ganz schön hart vor. Okay, dann versuchen wir es erstmal bei dem anderen. Ach so, da muss ich jetzt zusätzlich auch noch darauf achten, dass der Helikopter mich nicht sieht. Alter Verwalter!
Und dann kommt natürlich genau hier lang, wa? Bringt das was, wenn ich ihn abschieße? Wahrscheinlich eher nicht. Obwohl das eine interessante Idee wäre. Ach, da oben sitzt einer drin. Oh, er sitzt auf der anderen Seite. Schade. Halt doch mal still. Na toll, jetzt kann ich ihn nicht sehen. Ja, komm, das war's jetzt. Mach den Tank noch kaputt. Genau! Was zum Geier? Also ich muss irgendwie den Helikopter wegkriegen, das geht so nicht. Der ist ja nur im Weg. Und ich dachte mir schon so, ha, das ist ja eine einfache Aufgabe. Okay, aber so... Mieses Ding. Das ist doch der aus den Nachrichten, oder? Wie? Ich bin jetzt bekannt als der aus den Nachrichten? What the heck? Wieso entdeckt mich dieses Kamerafuzzi-Ding die ganze Zeit? Oh nein. Ja, das war dumm. Okay, das war wirklich dämlich. Okay, dann machen wir das Ganze eben nochmal. So, betreten wir doch erstmal Sperrgebiet, genau. So. Na, jetzt kann ich auf die Kamera zugreifen. Das ist natürlich schon mal ganz cool, aber das bringt mir überhaupt nichts. Was? Wollte ich gar nicht. Ah, jetzt habe ich natürlich nichts dabei. Ich könnte ein Blackout herstellen. Ne, Focus Boost brauche ich nicht. Ein C2S kann auch nicht. Bringt mir ein Blackout jetzt was? Ein Köder wäre cool gewesen. Für den da hinten. Ein Gemcom bringt mir hier nichts. Splittergranaten? Nein. Okay. Versuchen wir es nochmal anders. Ja, ich würde ja auch niemandem trauen. Was ist mit dem hier eigentlich? Ach so, ein Hütchenspiel nicht verfügbar. Ja, weil nicht freigespielt und so. Okay, dann gehe ich jetzt hier nochmal in den leeren Pool. So, ach shit, da ist der Heli. So, da steht der Typi. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Köder
da hinwerfen würde. Er hat überlebt? Na gut, wenigstens haben wir eines ausgeschaltet. Jetzt müssen wir bloß an den anderen kommen. Sperrgebiet verlassen. Alter, der Heli verfolgt mich weiterhin. Das ist ja eine miese Nummer. Da kann ich ja nirgendwo in Deckung gehen. Das war doof. Okay, wenigstens ist der eine schon weg. Das ist ja ganz cool. Aber ich stehe hier mitten im... Oh, mitten im Kreuzfeuer. Das ist ja auch Käse. Da, wer entdeckt mich denn hier die ganze Zeit? Dieser blöde Heli. Okay, jetzt brauche ich nur den anderen ausschalten. Ist das richtig? Oben ist er. Ich kann nur auf die Kamera zugreifen. Ich kann das Ding nicht ausschalten. Super ärgerlich. Okay, versuchen wir mal von der anderen Seite aus ranzukommen. Das sieht jetzt nicht wirklich vielversprechend aus. Zumal der Heli gerade dreht. Ach, er darf ruhig gerne da bleiben, das finde ich gut. Was ist denn der Typ? Ach, das ist bestimmt der, der oben auf dem Dach steht, wa? Ne, das ist ja da hinten. Also ich müsste irgendwo einen Gegner rumlaufen, den ich gerade überhaupt nicht sehe. Wie blöd ist das denn? Da kann ich in Deckung gehen. Kamera, zeig mal rum. Da kann ich sprengen. Da kann ich sprengen. Da ist aber gerade keiner. Doch, den kann ich sprengen. Kann nicht sein. Hat das Teil denn keine Sicherheitsschaltung oder so? Überprüfen. Ups. Sachen gibt's. Wo geht denn der Heli hin? Genau in die falsche Richtung. So.
Na, 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 na. So. Genau so und nicht anders. So, Heli. Einfach ein bisschen umdrehen. Nicht in meine Richtung. Dann in eine andere Richtung. Ein bisschen weg von mir. Einfach ein bisschen umdrehen. Genau, nicht unvorsichtig werden. Oh, jetzt muss ich wieder warten, bis er gedreht hat. Hm. Einfach umdrehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Immer noch nicht. So. Wow. Wow, das war hart. Ich wurde getötet. Hm, und jetzt? Muss ich ihn nochmal töten? Wo ich den ganzen Weg als alleine hingegangen bin? Tatsache, den zweiten muss ich nochmal ausschalten. Alter. Wie mies, den ganzen Weg nochmal von vorne. Oh ja, Hauptsache, er ist so groß, dass er im Zaun drin stehen kann. Hm, ja, das nenne ich doch mal vorbildlich, ja. So. Dum, 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 dum. Hm, ich habe gerade überlegt, könnte ich hier vielleicht mit einer Waffe ausschalten? Das wäre eventuell viel einfacher. Zu den Löchern!
Kein Problem. Aha. Ihr wisst doch gar nicht, wo ich bin. Offensichtlich wisst ihr es doch. So. Töten Sie alle Milizmitglieder oder fliehen Sie? Okay, oder fliehen Sie finde ich gut. So, jetzt stiften wir ein bisschen Verwirrung. Alter, woher wisst ihr denn, wo ich bin? Also eine Frechheit. Woher wisst ihr denn, wo ich bin? Alter. Wie undankbar. Wie überall der Heli hinter mir her ist. Genau sieht's aus. Einmal spontan abhauen. Ach, ihr könnt doch alle nicht fahren, Jungs. Obwohl ich mir auch nicht gerade den geilsten Wagen davor ausgesucht habe, muss ich zugestehen. Oh, offensichtlich nicht. Ich kann ihn ja nicht mal gut lenken. Oh, was ist denn hier los? Ja, so fliegt man natürlich überhaupt nicht, das ist klar. Ja, da ist gerade die Straße explodiert. Genauso sieht es nämlich aus. So. Fahr in ihn rein, tu es! Immer diese ganzen Brückenkinder. So. Na los, Jungs. Ein bisschen könnt ihr ja was, aber so richtig geil. Seid ihr dann doch nicht. Oh, jetzt kann ich keine Ampeln ausschalten. Sehr, sehr ärgerlich. Wow. So, jetzt mach mal Platz hier, damit ich auch entsprechend fliehen kann. Das ist ja mal eine Frechheit, was ihr hier macht. So. So. Ja, genau. Das ist aber kein Ramm, Kollege. Vorher in der Bremsen gehen, um dann 360 zu machen oder einen 180er, ist nicht. Wie werde ich denn jetzt den Helikopter los? Das war mein eigener Wagen, das war ganz geil. Nein, Ziel ist nicht zu Fuß, Ziel hat einen neuen Wagen. Oh.
Oh, ein Wagen, der nichts kann. Wie geil ist denn das, bitteschön? Einmal falsch abgebogen, ne? Und dann sowas. Oh, das wollte ich dann nicht. So. Hier muss es doch irgendwo mal sinnvoll weitergehen. Ja. Dann rammt mich doch. Oh, ihr seid aber auch echt unnachgiebig. Och, Leute. Oh nein, sie hat's ausgeschaltet. Wie scheiße ist das denn? Ja, so werde ich es natürlich nie los. Das war ja klar. So. Ich brauche gleich schon wieder ein neues Auto. Oh. Hier kommt Verstärkung. Was, Alter? Sieht hier irgendjemand? So. Na nun. Ihr fahrt doch bestimmt an mir vorbei. Und haltet die Augen auf. Der ist schlau. Wir haben ihn. Ah. Zum Kotzen. Ich dachte, es reicht echt aus. Jetzt habe ich den ganzen Quatsch schon wieder. Alter. Haha. Der Wagen ist mal im Arsch. Meiner allerdings gleich auch. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann. Ja, offensichtlich. Schubst ihn von der Straße. Los! Wow! Oh, wie kann man denn nur so unnachgiebig sein? Boom! Hat alles nichts gebracht. Gleich nochmal. Alter. Also da wegzufahren, allerdings da auch alle umzubringen, ist so eine Sache. Jetzt muss ich den zweiten Chef schon wieder eliminieren. Alter, wie mies ist das denn? Das ist ja... Oh, das ist ja mal voll demotivierend. Ganz ehrlich, ich dachte, ich bräuchte es nur noch zu fliehen. Also das ist wirklich super demotivierend. Na, die Zeit ist auch heute schon wieder rum. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe tatsächlich auch... immerhin so ein kleines bisschen Spaß gehabt. Wenn ihr auch Spaß gehabt habt, gebt mir einen Daumen rauf, gebt mir ein Abo, damit ihr wisst, wann die nächste Folge rauskommt. Schreibt mir was in die Kommentare, was man besser machen könnte, oder, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Das war Watch Dogs. Ich bin Le Chris und freue mich, dass ihr zugesehen habt und sage, bis zum nächsten Mal. Tschaußen!